Hallo, liebe Deutschlernende. Eine Sache, die ich in diesem neuen Jahr ausprobiere, ist polyphasischer Schlaf. Polyphasischer Schlaf. Ja, poly heißt viel und phasischer, also eine Phase heißt ist ein Zeitabschnitt. Das ist eine Phase, ja, Phase. Ja. Eine Phase ist ein Zeitabschnitt. Polyphasischer Schlaf bedeutet also, dass man auf eine Art schläft, dass man mehrere Zeitspannen hat am Tag. Ja, man schläft nicht einmal und dann ist man den Rest des Tages wach, sondern man schläft, dann ist man wach, dann macht man ein Nickerchen, dann ist man wach, dann macht man wieder ein Nickerchen. Und so macht man mehrere Nickerchen am Tag, aber insgesamt schläft man weniger. Ja, das ist die Idee. Ja, und ich bin gerade dabei, es auszuprobieren. Ja, ich probiere es gerade aus, diesen polyphasischen Schlaf, indem ich während des Tages Nickerchen mache. Ja, ich habe ausprobiert, ob es funktioniert, nur Nickerchen zu machen. Das nennt man den Überman-Schlaf, ja, also den Übermensch-Schlaf. Soll wohl funktionieren. Bei manchen Leuten funktioniert es, dass sie 6 Nickerchen machen, 20 Minuten, 25 Minuten. Das heißt, insgesamt schlafen sie nur 2 Stunden, aber sie schlafen alle 4 Stunden. Ja, alle 4,5 Stunden, 3,5 Stunden legen sie sich für bis zu eine halbe Stunde hin, machen ein Nickerchen und dann wachen sie auf und sind ausgeschlafen. Ja, und das haben mehrere Leute gemacht und über mehr als ein Jahr lang. Das finde ich total faszinierend. Ich habe es ausprobiert. Ich hatte das Gefühl, bei mir funktioniert das nicht. Ich hatte das Gefühl, ich brauche mindestens einen Schlaf, der länger als 3 Stunden ist. Ja? Also nur Nickerchen geht bei mir nicht, aber ich experimentiere mit allen möglichen Schlafformen und es ist ganz faszinierend. Ja, es ist auch faszinierend, die ganze Wissenschaft dahinter und die ganzen Prinzipien, die ganzen Ideen. Wenn du willst, mache ich auch noch ein weiteres Video über dieses Thema, wenn du mehr wissen willst, wenn du mehr Details hören willst. Aber momentan probiere ich es aus, wie es funktioniert, wenn ich 3 Nickerchen mache und dann 3,5 Stunden schlafe. Mal schauen, wie es wird. Wäre toll, wenn es funktioniert, damit ich mehr Zeit habe für Authentic German Learning, sogar noch mehr Zeit. Ja. Es ist sehr faszinierend. Also da empfehle ich den Subreddit polyphasic, ja, reddit.com/r/polyphasic, ja, also es ist ein Subreddit und dann gibt es noch die Polyphasic Society, ja, also wenn ihr nach Polyphasic sucht auf Reddit und polyphasicsociety.com, glaube ich, dann findet ihr dort mehr Informationen und es ist ein faszinierendes Thema. Ein sehr faszinierendes Thema. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Ich hoffe, es war verständlich und wir sehen uns später. Tschüss!